Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen im Schattenbahnhof Fellhammer und zu unserem dritten Teil der Ausstellung in Zeuthen. Heute soll es nun endlich um die Dampfloks gehen, die wir hier schon mal im Schattenbahnhof haben. Ich habe im letzten Teil erzählt, dass wir den hier extra mitgebracht haben, weil die, der Schattenbahnhof Breslau nicht so ganz ausgereicht hat. Deshalb haben wir dort sozusagen den ganzen E-Lok-Betrieb gemacht. Und in Fellhammer sind dann die ganzen Dampflokzüge auf das Arrangement gestartet. Diese Aufnahme haben wir hier im letzten Teil schon gesehen. Ich wollte es nochmal mit reinnehmen. Ist ja eine Dampflok. Und zwar ist das hier die sächsische 19, die natürlich auf der Strecke nicht gefahren ist im Original. Aber der ganze Zug war von einem Gast, der den ganzen Tag da war und den ganzen Tag den Zug hat fahren lassen. Also da hat er ganz schön, die ist ganz schön Strecke gefahren, die Lok. Und hat trotz ihrer RB25 Räder die Strecke ganz gut verkraftet, auch an den Stellen, die also nicht unbedingt für RB25 ausgelegt waren. So, hier dann nochmal der Blick in die Schwarzkopfwerke mit diversen Baureihen, die dort entstanden sind. Baureihe 50 mit dem Güterzug. Kurz gekuppelt, dass die Wagen etwas enger zusammen sind. Ja, und auch das hier, die Eisern Union Lok, ist auch ein bisschen was Besonderes. Bringt also hier die Fans von Union wohin auch immer. Und auch die Einstellung haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Auch dieser Zug ist dann hier entlang gefahren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob in dem Zug jetzt hier noch ein Partywagen hing, der dann irgendwie bunt beleuchtet war. Ich hatte sowas auf dem Arrangement gesehen. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr so genau, um welchen Zug es sich dabei gehandelt hat. Ja, hier kommt uns eine S-Bahn entgegen. Da kommen wir dann nachher nochmal dazu dem Thema. Denn das war ja die eigentliche Intention, diese Ausstellung zu machen. Ein Jubiläum der S-Bahn-Strecke von Berlin-Grünau nach Königs Wusterhausen. Ja, und dann haben wir hier wieder unseren Videowagen, also unseren Kamerawagen, mit einer sehr tollen Kamera drauf, die also wunderschöne Bilder geliefert hat. Und die fährt jetzt nicht umsonst hier durchs Bild, weil wir jetzt hier einfach diese Kamera nochmal in Einsatz bringen. Die Lok, die wir jetzt hier sehen, ist eine S3. Das ist ein Kleinserienmodell. Eine Lok, ich glaube, es war sogar in Deutschland die meistgebaute Schnellzuglok der preußischen Staatsbahn. Es haben aber nur sehr, sehr wenige es in die Apparatur geschafft, weil sie dann eben auch schon veraltet und überholt war und es schon diverse Nachfolgemodelle gab. Deshalb ist diese Lok hier auch als Länderbahn-Version gebaut worden. Ja, Video dazu kann man sich anschauen. Gibt es also auf dem Kanal Immer schlecht gelernt. Das ist ein ganz fantastisches Modell, was jetzt hier gleich in Janowitz einfährt. Und ist natürlich auch eine sehr schöne Aufnahme, dass sich hier die Masten so biegen. Das liegt an der Weitwinkligkeit der Kamera. Da gibt es auch Software dafür, wie man das wieder gerade biegt. Da bin ich allerdings mit meinem iMovie
was ich hier mit den ich hier mal im Moment meine Videos schneide, eigentlich eher als Faulheit, in irgendwas anderes einzuarbeiten, weil es auch so einfach ist. Da bin ich da ein bisschen raus. Na, also das kriegt das Programm nicht hin. Glaube ich zumindest. Ja, was wir hier sehen, ist eine Art, naja, Museumsbahnzug, würde ich jetzt mal bezeichnen, von einer Baureihe 23 der DR, das ist eine Neubaulok, also nach dem Krieg gebaut. Dahinter ein württembergischer Schnellzugwagen und dahinter dann ein badischer Schnellzugwagen in der Lackierung der Epoche 2. Ja, alles ein bisschen bunt gemischt, also wie das eben so bei Museumszügen heutzutage üblich ist. Ja, und dann gibt es noch eine Geschichte, in die ich quasi dann selber involviert war. Wir haben dann eine Kamerafahrt über das ganze Arrangement gemacht. Der Grund dafür war, dass also am ersten Tag, naja, die S-Bahn nicht so richtig aus dem Knick kam. Also es sind relativ viele Züge gefahren auf Arrangement, allerdings keine einzige S-Bahn, die sind dann erst später gekommen. Weshalb ich mir dann im Schattenbahnhof einen Stadtbahnzug gegriffen habe, der da rumstand. Dann versucht habe, die richtige Lok dafür zu besorgen. Also eine Baureihe 74, die ja Stadtbahn gefahren ist. Und dann haben wir quasi sozusagen, naja, so ein bisschen die S-Bahn-Eröffnung gemacht. Na, der Zug ist also über das ganze Arrangement gefahren und hat jetzt auch nicht unbedingt immer, Beifall ausgelöst, weil dann natürlich der nicht der allerschnellste war, vor allem die Kamera, die Lok für den Kamerawagen war nicht so sonderlich schnell, weshalb der da auch so ein bisschen Verkehr aufgehalten hat. Aber naja, da ist wenigstens mal einmal die Stadtbahn übers Arrangement gefahren. Ja, wir hatten ja im ersten Teil schon mal so ein bisschen Geschichte der Berliner S-Bahn so ein bisschen angerissen. Das gehört natürlich hier dazu, dass natürlich die ersten S-Bahn-Züge wäre falsch, das hieß ja noch nicht so, dass die mit Dampfloks und diesen Abteilwagen durch die Gegend gefahren sind, also durch Berlin natürlich, und man dann versucht hat, aufgrund dieser Wagen, naja, eben das zu elektrifizieren und Triebwagen zu bauen, weil natürlich in einer sich entwickelnden Großstadt Stadtbahnbetrieb mit Dampf immer eher so ein bisschen semi toll ist. Ja, und nach dem Ersten Weltkrieg waren die aber so abgewirtschaftet, diese Wagen, dass man dann im Prinzip darauf verzichtet hat und sozusagen die, naja, historisch bekannten und hier auch fahrenden S-Bahn-Wagen entwickelt hat und dann eben diesen Weg gegangen ist. Und diese Baureihe 74, also ein relativ großer Stückzahl übrig war und man damit nicht so richtig wusste, was man damit anfangen soll. Ein Teil ist Rangierlok geworden, ein Teil ist auf irgendwelchen Nebenbahnen gefahren, was auch nicht so optimal war, weil die relativ hohe Achslast hat für die Stadtbahn Berlin und somit auch nicht auf jeder Nebenbahn in Preußen oder später in Deutschland einsetzbar war. Ja, die Kamera hat schon erstaunlich gute Bilder geliefert, also das ist wirklich eine tolle Sache. Und dann haben wir hier dann nochmal den Kamerawagen hinter dem Zug hinterherfahren lassen, was natürlich hier auch schöne Perspektiven bietet. Ich war bloß, also ich habe den Zug gesteuert, ein anderer Kollege den Kamerawagen, wir waren auch nicht immer über die Geschwindigkeit einig. Deshalb, naja, ist er manchmal ein bisschen weit weg gewesen. Oder die Stellen, wo er aufgefahren ist oder ich aufgefahren bin, die habe ich dann natürlich rausgeschnitten. Ja, und damit wären wir schon wieder ziemlich am Ende des Videos. Wir haben jetzt noch ein paar Fotos. Und schließen damit diese, nennen wir es mal, Zeutentrilogie ab. In der Hoffnung, dass wir irgendwann demnächst wieder mal Bilder einer Ausstellung oder eines Fremo-Treffens bekommen.
Eigentlich war ja für dieses Jahr noch geplant das Fremo-Treffen bei Leipzig, was eben leider durch Corona ausgefallen ist. Deshalb wird es da wieder, wie im vorigen Jahr, kein Video geben. Das nächste wäre dann, wenn nicht irgendwo vorher noch eine Ausstellung in Reichweite ist, dann das Fremo-Treffen in Bardewijk sein, was nächstes Jahr im Mai stattfindet. Ja, so lange müssen wir mit diesen Aufnahmen, die wir hier haben, zufrieden sein. Also wenn mir jetzt irgendwie nicht noch was einfällt, sind das jetzt auch für dieses Jahr sowieso die letzten bewegten Aufnahmen. Aber auch in den ersten Monaten des nächsten Jahres, ja, wird's das halt wahrscheinlich nicht geben. Ja gut, genug Trübsal geblasen. Kommen wir zu den Fotos. Ja, hier haben wir unser Titelbild. Eine Baureihe 55 steht hier auf dem Abstellgleis, eigentlich an der Laderampe, aber naja. Während hier die Baureihe 19, also der sächsische Sachsenstolz, hier gerade in den Schattenbahnhof Görlitz einfährt. Ja, hier ein Blick in den Schattenbahnhof Fellhammer mit seiner Einfahrtweiche, eine Dreiwege oder besser Doppelweiche von Weller. Also da ist das Schwellenband her, die also hier selber gebaut wurde. Auf der linken Seite zweimal Baureihe 57, auf der rechten eine preußische S10, also die spätere Baureihe 17. Hier das Ganze nochmal von schräg oben, vorn die Fremo-typischen Handregler. Dann haben wir die beiden 57er wieder vorne stehen, die S10. Dahinter steht eine, also hinter den 57ern steht eine 56 hinten und eine 39, also die P10. Die beiden hinteren erkenne ich jetzt leider nicht so ganz, was das für Fahrzeuge sind. Ja, auch nach Görlitz hat sich dann mal eine Dampflok verirrt, hier bei Reihe 55, die hier umlackiert wurde in den bis 1926 üblichen Farben. Also dieses preußische Grün ist ja dann erst 26 nach und nach gewichen, dem heute Dampflok üblichen Schwarz-Rot. Dann haben wir hier den Bahnhof Königs Wusterhausen mit seiner tollen Basler Doppelkreuzweiche in der Einfahrt, die also auch nicht so ganz unkompliziert war. Das ist also die Einfahrt aus Richtung Görlitz. Und dann haben wir hier noch die Einfahrt von der anderen Seite, die, naja, noch teilweise mit recht kurzen Weichen bestückt ist, was sicher auch irgendwann mal noch geändert wird. So, dann sind wir hier in Wildau bei den Schwarzkopfwerken. Ich bin vorhin auf die Lokomotiven nicht sonderlich eingegangen, auch weil die Sequenz ein bisschen kurz war. Wenn ich jetzt hier richtig gucke, ist das im Vordergrund eine Baureihe 84 im Fotolack. Das wäre dann die Müglitztal-Lok, also eine Lok, die entwickelt wurde speziell für die Müglitztalbahn. Hier ist ein bisschen schwieriger, weil wir bei den beiden Stahlhelmen, wie diese Stromlinien verkleideten Loks dann auch manchmal genannt wurden, ein bisschen schwierig ist jetzt die Räder zu zählen. Also das kann jetzt hier im Vordergrund alles Mögliche sein, von 01 bis 05. Das da hinten könnte eine 03 sein, die hat ja den, da ist ja die Schürze nicht ganz bis runtergezogen worden. Dann haben wir hier noch eine, was ich bei Reihe 52 oder 42, die da steht, und ganz vorn eine sächsische 7K, die ja in Sachsen von Hartmann gebaut wurde und nachdem Hartmann dann pleite gegangen ist, hat's also die haben sich Schwarzkopfwerke diese Baureihe weitergebaut. Ja, hier haben wir noch eine Baureihe 36, also die preußische P4. Die gab es noch von Rocco, das war noch zu Zeiten, als Rocco nicht nur, sagen wir mal, modernen Kram gemacht hat, sondern auch mal noch ein paar ältere Maschinen. Die hat es
in ganz geringer Stückzahl auch in die Epoche 3 geschafft. Bei der Reichsbahn in der DDR ist sogar noch eine als Versuchslok auf Kohlenstab umgebaut worden. Ja, und dann haben wir hier noch eine preußische T3. Ich weiß es leider nicht, ob es die von Fleischmann oder die von Trix ist, weil ich habe im Moment keine von beiden zur Hand. Ist hier vom schönen Länderbahn, einen schönen bunten, muss man dazu sagen, bunten Länderbahn Personenzug, wo ja die Wagen je nach Wagenklasse anders gefärbt sind. Ja, und mit diesem Bild vom Haltepunkt Niederlehme sind wir am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch einen schönen Abend.